bigger minds. And everybody's got nothing to do nowadays. And we don't fill the bottom with the quick. 1, 2, 3, 4. Ja, das Melodica, das ist immer schwierig zu sagen, für mich so in kurzen Sätzen zu beschreiben. Es ist ein Netzwerk, ist ein bisschen so eine Art Couchsurfing für Singer-Songwriter, würde ich sagen. Es ist ein bisschen auch eine Familie, vielleicht noch ein bisschen emotionaler benannt als Netzwerk. Und es ist einfach auch ein Musikfestival, hauptsächlich natürlich für Singer-Songwriter und Folk und Akustik. Es ging eigentlich darum, dass sich lokale Künstler so vernetzen können und aber auch andere Künstler dazu eingeladen werden. Das ist die Grundidee. Die Grundidee ist auch, dass der Eintritt frei ist und dass es in Kaffeeorten wie dort im Weltempfänger stattfindet. I think for me what it means is it's mainly it's a festival of friends that we organize together. Immer gut, wenn so Festivals oder Konzertreihen einfach da nicht über einen gewissen Punkt hinausgehen, nur weil es halt viel Erfolg hat und wenn das so eine Enge hat immer noch irgendwie so, wenn es eng bleibt und es bleibt irgendwie muckelig und so und es ist halt jedes Mal hier in Köln super voll und man muss mal gucken, dass man gerade noch reinkommt und sowas mag ich, dass man dann nicht sagt, okay, wir machen das irgendwie größer, wenn man doch irgendwann eintritt und so ein bisschen einfach bei so einem Konzept einfach bleiben und sagen, okay, das machen einfach so und gut ist. All these make for a good tender and the forest into cinder before my time. Any fool start a fire, fool start a fire, but not I. Aus einer ganz einfachen Idee entstanden, ein australischer Freund von uns, der Pete Uhlenbruch, Owls of the Swamp, der hat damals einfach ein paar Freunde eingeladen in ein kleines bohemisches Café in Melbourne und haben einfach ein Wochenende Musik gemacht. Und da kamen auf einmal 80 Leute und waren ganz glücklich, dass auch so ohne große Bühne einfach Musikliebhaber und Musiker zusammengekommen sind und alles ganz kuschelig und eng. Und das fand irgendwie ganz großen Anklang. It's a festival that takes place in a lot of different cities. We organized one in Groningen, in the Netherlands, but of course it's in a couple of cities in Germany, like Hamburg, Berlin, Trier now as well. And it's usually organized by people who know each other and they say, well, we've been to this festival, it was great, we loved it. Can we organize our own version in our own city? And every city always has its own, it has a lot of resemblances, but it also has its own character. Viel Liebe macht das aus, also weil sich auch viele Leute untereinander kennen, es ist immer so eine Art Klassentreffen, auch in Köln. Es sind heute zum Beispiel Leute aus Holland da, es sind Leute aus Dänemark da, es sind die Hamburger da, ne? Also von verschiedenen Festivals, die immer wieder zusammenkommen. Und ich finde, dass man auf den Melodicas auch gut Künstler entdecken kann, die vielleicht noch nicht so bekannt sind.
das finde ich, macht das so ein bisschen aus. It's not necessarily about which music is the most fit for this festival. It's mainly what people are fit for this festival, and that always generates a really, really nice atmosphere, I think, and that's what Melodica for me is always about. The atmosphere at Melodica Festival is always very positive. It sounds maybe a bit like birds and trees, but it's like friends together, and you feel that atmosphere.